Willkommen, liebe Antonia. Ich bin so froh, dass wir uns treffen und vor allen Dingen bin ich auch froh, dass wir uns irgendwann mal im Leben kennengelernt haben, vor 5 Jahren genau. Und du bist mir in Erinnerung geblieben, wegen dem Thema Hochsensibilität und ADHS. Das ist unser heutiges Thema und es betrifft viele Menschen, ob jung oder alt, vor allen Dingen ADHS. Du erzählst uns aber erstmal von deinem kleinen Paradies. Dein letzter Gruß war viele Grüße aus meinem Paradies. Ja, ich wohne hier im Paradies, in meinem Elternhaus. Das habe ich vor knapp 2 Jahren übernommen. Das ist ein Bauernhaus, ein relativ großes, mit einem großen Garten. Leider sieht man es nicht durchs Fenster, sehe ich jetzt gerade. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist so schön hier, dass ich ein Zwergenparadies aus diesem Paradies mache. Und es ist ein langer Werdegang, bis ich bis hierher gekommen bin, weil ich wollte dieses Haus gar nie übernehmen. Meine Mutter hat mich oft gefragt, ja, möchtest du denn in dieses Haus gehen und so? Und ich habe immer gesagt, nein, kommt für mich nicht in Frage, muss mit mir nicht rechnen, brauchst dir keine Gedanken machen wegen mir. Und jetzt bin ich die, die da drin ist. So, das Leben läuft manchmal anders, als man denkt. Und ich merke jetzt, dass ich eigentlich immer in dieses Haus wollte. Aber ich wollte alleine in diesem Haus wohnen und nicht mit ihr das Haus irgendwie mit anderen Geschwistern teilen. Und das war mein Beweggrund, Nein zu sagen. Und die anderen wollten es nicht und wollten es verkaufen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich es euch ab. Ja, so bin ich in dieses Haus gekommen. Und vorher, ja, mein Leben war nicht so ganz wahnsinnig geradlinig. Ich bin 1952 geboren, also ich bin leider dieses Jahr 70. Und ich war so ein typisches Nachkriegskind. Wir waren 5 Kinder in der Familie. Und meine Mutter ist Deutsche oder war Deutsche, war eine Vertriebene aus dem heutigen Polen. Und mein Vater war in der Wehrmacht, er war Österreicher und er war Doppelbürger, Österreicher und Schweizer. Und wie sich dann der Krieg einfach weitergezogen hat, dann haben die Eltern dann abgemacht, gut, wenn der Krieg fertig ist und wir beide noch am Leben sind, dann treffen wir uns in der Schweiz. Und so war es denn auch. Mein Bruder ist unterdessen auf die Welt gekommen, mein ältester Bruder. Und mein Vater und meine Mutter haben sich dann tatsächlich bei den Verwandten getroffen und haben dann in der Schweiz, in Zürich, eine neue Existenz aufgebaut. Und ja, dann waren wir irgendwann mal 5 Kinder. Ich war die zweitjüngste. Und ja, mein Leben lief so, wie es bei vielen Nachkriegskindern gelaufen ist, mit viel Gewalt auch. Und also psychische Gewalt, physische Gewalt, das war einfach so. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen recherchiert. Ich glaube, das war einfach in dieser Generation nach dem Krieg so, dass wir viel Gewalt erlebt haben. Unsere Eltern mussten irgendwie ihre Sachen ja auch irgendwie verarbeiten. Mein Vater hat darauf geschaut, dass wir alle ins Gymnasium gingen. Das war ihm sehr wichtig. Er hatte ein eidetisches Gedächtnis. Das heißt, er hat alles quasi wie fotografiert und er wusste, was wo stand, in welchem Buch, in welcher Ecke. Und er wollte, dass seine Kinder auch studieren. Und ich wollte das eigentlich nicht, aber ich habe natürlich gehorcht. Ich bin auch ins Gymnasium gegangen und dann ging es eigentlich darum, werde ich Ärztin oder irgendwas anderes Hohes. Ich weiß auch nicht.
Ich wollte dann irgendwann mal Archäologie studieren, Ethnologie. Das war alles genehm. Und wie ich so knapp 20 Jahre alt war, starb mein Vater ganz relativ plötzlich. Und ja, dann konnte ich plötzlich über meine Träume reden. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich möchte eigentlich Goldschmiedin werden. Ich will gar nicht studieren. Und dann ist aber rausgekommen, dass Goldschmied ein Männerberuf war zu meiner Zeit und dass man als Frau sehr, sehr gut sein musste, Leistungen bringen musste, viel höhere Leistungen als ein Mann, um bestehen zu können in diesem Beruf. Und alle haben mir abgeraten, alle Goldschmiede. Und dann habe ich halt, bin ich zum Berufsberater gegangen und habe halt dann Lehrerin gemacht, weil es war gerade Lehrermangel und ja, man hat mir gesagt, ich solle doch. Dann habe ich das gemacht und fühlte mich überhaupt nicht wohl, weil, also mit den Kindern fühlte ich mich sehr wohl, aber ich war da erst 22 und ich war selber fast noch ein Kind und da bestehen zu müssen bei diesen Eltern, die, bei denen ich dann manchmal sagen musste, ja, aber ihr Kind ist nicht so gut, dass es ins Gymnasium kann und. Das war für mich eher sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich so gemacht, wie es viele Hochsensible machen. Ich habe einfach Psychologie studiert. So schnell, schnell nebenher. Einfach so. Ich habe dann 2 Jahre oder 2,5 Jahre eingesetzt und habe Kinderpsychologie, Kinder- und Jugendpsychologie studiert. Also auf dem praktischen Weg. Bei uns gibt es die Universität und da gab es damals noch ein Institut, das hat die Psychologie auf dem praktischen Weg gelehrt und ich habe diesen praktischen Weg genommen. Ich wollte nicht an die Uni gehen. Und ja, dann habe ich dort meinen Mann kennengelernt, dann haben wir eine Familie gegründet und ich habe 3 Kinder. Alle sind hochsensibel, also das Wort hochsensibel habe ich kennengelernt, so um die Jahrtausendwende vielleicht. Eliane Aron, die das Wort überhaupt geprägt hat, die war in den 90er Jahren, hat die Hochsensibilität entdeckt. Und vorher wusste man das nicht. Vorher war man einfach komisch. Ja, man ist einfach aus dem Rahmen gefallen. Also mir hat man immer gesagt, du bist doch erträumt und sei doch realistisch und sei doch mal in dieser Welt und komm mal auf den Boden und lauter solche Sachen. Dabei war ich einfach, ich war in einer anderen Welt. Ich habe in 2 Welten gelebt. Ich habe in meiner Welt gelebt, die war in Ordnung, da war viel Liebe drin und Naturwesen und ich habe mit denen gespielt und ich habe immer Selbstgespräche geführt mit anderen Wesen quasi. Und dann war die Erwachsenenwelt. Da musste ich mich einfach einordnen, sonst hätte ich Schwierigkeiten bekommen. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich einfach gefügt und habe mich irgendwie bewegt, dass das funktionierte. Also ich habe nicht rebelliert in dem Sinne. Meine eigenen Kinder, die sind auch hochsensibel. Da ist der Älteste, da hat man dann hat man uns gesagt, ja, also den muss man abklären und da muss man schauen und er hat Schwierigkeiten. Und ich wusste ja, wie der Hase läuft und habe dann gesagt, nein, ich will das nicht. Ich lasse mein Kind nicht abklären. Mein Mann hat mich unterstützt, er war auch Psychologe. Und da habe ich dann gemerkt, da habe ich zum ersten Mal gespürt, dass Lehrer auch Widerstand leisten können. Also wenn gewisse Eltern nicht spuren, dann kann der Lehrer Macht ausüben. Also ich sage es jetzt ganz prononciert, aber ich habe das selber erlebt. Und das war für mich eine sehr, sehr gute Schule, dass ich ein sogenannt schwieriges Kind hatte.
dabei. Natürlich hat er Schwierigkeiten. Er hat auch heute noch Schwierigkeiten. Er ist jetzt über 40. Aber er hat Schwierigkeiten, weil er gewisse Dinge nicht gelernt hat oder nicht bereit war, diese zu lernen, als hochsensibler Mensch. Und es ist nicht damit getan, dass man dann einfach ein sogenannt schwieriges Kind einfach therapiert und krank macht. Ja. Das, mit dem ist es eben nicht getan. Und das habe ich durch meine Kinder gelernt. Meine Kinder hatten eine sehr schwierige Pubertät. Die haben gemacht, was sie wollten. Natürlich. Haben alles ausprobiert. Und ja, es war für mich nicht ganz einfach. Aber ich habe irgendwie mit meinem Gespür und eben mit meiner Hochsensibilität, die damals schon aktiv war, also aktiv im Sinne, dass ich sie eingesetzt habe als Gabe und nicht als Belastung, da habe ich das so steuern können, dass meine Kinder gut herausgekommen sind, dass ihnen nichts passiert ist. Ich glaube, so kann man es sagen. Kombiniert mit ihrer eigenen Hochsensibilität, die ihnen natürlich auch den Weg gezeigt hat. Ja, und dann, was habe ich dann gemacht? Ja, dann bin ich wieder eingestiegen in den Beruf. Irgendwann mal, wie mein Jüngster so im Kindergarten war, wir waren so gut vernetzt, so drei Lehrerinnen waren sehr gut vernetzt bei uns im Dorf. Und wenn halt die eine Mutter nicht da war, dann ging man halt zur anderen Mutter. Wir waren drei Mütter mit je drei Kindern und das lief einfach. Die einen kamen und die anderen gingen. Und so konnten wir alle drei Teilzeit arbeiten und das ging gut. Und so bin ich dann wieder in den Beruf reingekommen und habe diesen Beruf dann 30 Jahre lang zu meiner Berufung gemacht. Also ich habe gemerkt, wie ich die Möglichkeit habe, Kindern, die Schwierigkeiten haben im sogenannten normalen Leben, die Schwierigkeiten haben mit sich anpassen, sich in diese Erwachsenenwelt einzufügen, die ja eigentlich, wenn man es genau nimmt und ganz ehrlich ist, eine brutale Welt ist, eine schwierige Welt ist. Ich habe denen geholfen. Ja. Und ich habe dann mehrmals die Stelle gewechselt, mehrmals wieder etwas Neues aufgebaut. Ich bin ein Mensch, der, wenn ich etwas gesehen habe, dann muss ich wieder was Neues haben. Das ist auch so ein Zeichen von Hochsensibilität, dass man nicht 30 Jahre lang auf dem gleichen Stuhl sitzt, sondern man muss die Stühle wechseln. Und ja, so ab 2000, ja, einfach im neuen Jahrtausend. Ich war dann auch in der Schulpolitik noch tätig, aktiv. Und ich habe einfach gemerkt, die Schulpolitik oder die Schule entwickelt sich in eine Richtung, die nicht gut ist. Also wir in der Schweiz, wir hatten ein sehr, sehr gutes Schulsystem. Das hat funktioniert und es hat funktioniert vor allem, weil die Lehrpersonen sehr kreativ sein konnten. Deswegen habe ich auch meinen Beruf gewählt. Ich konnte voll die ganze Palette von meiner Kreativität konnte ich leben. Ich wusste einfach, die Kinder müssen am Schluss des Jahres das und das und das können. Wie ich dazu kam, ihnen das beizubringen, es war völlig mir überlassen. Und da konnte ich wirklich auch die Lehrmittel brauchen, die mir, also die mir gelegen waren, also die mir entgegenkamen und mit denen ich wirklich auch mein Herz hineingeben konnte. Und
Heute ist es so, da hast du Lehrerzusammenkünfte, du musst mit anderen Lehrern zusammenarbeiten, du darfst nicht mehr selber auswählen, weil es kann nicht mehr jeder sein eigenes Lehrmittel haben, weil es kommt viel zu teuer und. Man gibt dann lieber das Geld für die Therapien aus, als dass man schon vorher das Geld sinnvoll einsetzt. Also ich bin sehr jetzt sehr pointiert, wenn es jetzt in meinem Beruf dann geht. ja, und ich habe dann gemerkt, also mein Körper hat dann reagiert auch. Ich habe lange nicht drauf gehört und es wurde immer schlimmer. Ich habe zum Teil nicht geschlafen oder wenig geschlafen oder ich hatte Kopfschmerzen oder sonst wieder irgendwie, es war mir nicht wohl. Ich habe das auf die Seite geschoben, ich habe nicht drauf gehört und irgendwann mal war dann halt das Burnout da. Und wie ich dann einen Unfall hatte, es ist mir ein Motorradfahrer quer in die Seite gefahren. Der kam einfach so von irgendwo raus. Das war das erste Zeichen für mich. Jetzt ist dann aber Schluss. Und dann ist mir noch ein schweres Gitter auf die Hand gefallen, 2 Tage später. Hat mir fast die ganze Hand verquetscht. Und dann habe ich dann gesagt, so, jetzt gehe ich zum Arzt. Und der hat dann sofort gesagt, so, jetzt ist fertig. Jetzt gehe ich nicht mehr arbeiten. Und das war eigentlich, ich habe dann nachher nochmal angefangen, aber 3 Jahre später habe ich dann definitiv aufgehört. Also wie ich 60 wurde, konnte ich mich pensionieren lassen und dann habe ich aufgehört. Und wie das Leben dann so spielt, habe ich gedacht, ja, ich bin erst 60, ich kann ja nicht einfach aufhören und nicht mehr leben. Geht ja nicht. Und dann habe ich gefunden, okay, jetzt mache ich mein Hobby. Mein Hobby war Filzen und ich habe ganz viele Zwerge gefilzt für die Schüler. Die hatten immer Jahreszeitentische und da waren die Spielsachen drauf. Und da habe ich mich entschlossen, eine Filzausbildung zu machen, also dass ich auch Hüte und Schuhe und Kleider und solche Sachen filzen kann. Und ich kann jetzt alles filzen. Ich kann einfach Wolle zu allem verarbeiten. Und dann habe ich irgendwann noch gefunden, Steine interessieren mich ja auch. Und dann habe ich noch eine Heilsteinausbildung gemacht, die Heilsteinausbildung Schweiz, nach Michael Ginger. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Dann habe ich mir eine Steinschleifmaschine gekauft, die steht jetzt bei mir im Keller. Und ich schleife jetzt Steine. Ich nehme einfach zum Teil einfach nur Flusssteine und schleife die zu Dankbarkeitssteinen. Die werden wunderschön. Ja. Und Das ist sehr so baue spannend. ich jetzt das zusammen. Ja. Das war ja echt spannend. Also ich habe mich teilweise wiederentdeckt. Also mit dem, was du beschrieben hast, wahrscheinlich mache ich deswegen auch die Interviews, damit ich auch viel Wechsel habe. Ich habe gestern, also wir hatten gestern unser Vorgespräch und da bin ich doch wirklich im Anschluss nochmal ins Internet reingegangen und habe mir das Wort ADHS angesehen und auch die Symptome, die man dann so beschreibt, ne? Ich weiß, wenn man ein Kind, das ADHS hat, ist es egal, ob es jetzt rumtobt oder träumerisch ist, dass die Eltern, egal wie das Kind ist, mit den Nerven fertig sind, weil sie ja sagen, mit meinem Kind stimmt was nicht, ne? Und was mache ich? Ich gehe ja in der Regel, ja, der Lehrer sagt was und dann geht man ja bei uns hier halt dann zum psychologischen Zentrum im Kreis, dann wird man da hingeschickt, kriegt nach Monaten einen Termin und dann geht dieses ganze Prozedere bei uns los. Ich persönlich bin immer der Auffassung, man soll den Kindern die Möglichkeit geben, dass sie sich frei entwickeln können und wenigstens zu Hause und in der Freizeit nicht einengen. Jetzt fängt das an, dass die eine Mutter sagt, oh, ich habe super Erfahrungen, mein Kind kriegt, was habe ich gestern, wie heißt das, Medikinet oder Ritalin und all solche Sachen. Und dann, oh, das hat geholfen. Ja, das hat geholfen. Und dann gehen die auch zum Arzt und wollen das also auch alles verschrieben haben.
Ich selber habe vor Jahren schon gehört, weil das ist ja eine Droge. Wenn man das nimmt, dann ist man, verbaut man dem Kind auch die berufliche Zukunft. Das heißt, für höhere Positionen im Beruf oder auch zum Beispiel als Pilot, diese Positionen können die oder Berufe können die schon gar nicht mehr erlernen oder erreichen. Für mich persönlich gibt es ja auch kein ADHS. Wie siehst du das? Also was mir einfach auffällt, ist, dass die Definition von ADS sich ganz stark gewandelt hat. Wie das am Anfang aufgekommen ist, so auch um die Jahrtausendwende. Früher hieß das Phänomen ja POS, psychoorganisches Syndrom. So habe ich es noch gelernt in meiner Psychologieausbildung, das POS. Und später hat man ADS draus gemacht. Es ist aber dasselbe eigentlich. Und man hat gesagt, ja, also ein ADS-Mensch, der hat das, dass das vom Gehirn, dass das eine Fehl, also ich begebe mich jetzt auf Glatteis, eine Fehlfunktion des Hirns ist, irgendwie so. Und heute ist die Definition von ADS praktisch dieselbe wie von Hochsensibilität. Das hat sich immer mehr, hat sich das angeglichen und mich hat das immer sehr gestört, weil ich bin hochsensibel, aber ich bin nicht krank. Ich bin nicht krank. Und ein hochsensibler Mensch, 20% der Menschheit ist hochsensibel. Das sind die Wildpferde. Bei den Wildpferden in der Camargue sind das die Aufpasser. Die, oder bei den Murmeltieren sind das die Murmeltiere, die pfeifen und ihre Artgenossen warnen, da kommt was. Und die hochsensiblen Menschen, die nehmen einfach unwahrscheinlich viel wahr, Dinge, die nicht zu ihnen gehören. Und ja, wenn man viel wahrnimmt, dann macht man sich vielleicht auch Gedanken über Dinge, die halt nicht unbedingt stimmen oder stimmig sind. Und wenn dann so ein Mensch etwas sagt oder das ausdrückt, dass etwas nicht stimmig ist, dann bringt er Unruhe hinein in das Ganze. Und je nachdem, wie die Umwelt reagiert, wird das aufgenommen als Input und als Anregung, etwas zu verändern oder als, wie soll ich sagen, als Gefahr. Der ist gefährlich, der sagt was und der bringt Unruhe und stiftet Unruhe und. Aber man macht eigentlich gar nicht. Und ja, für mich ist ADS, ich sage es jetzt ganz provokativ, man braucht diese Kinder, um auch wieder einen Wirtschaftszweig aufrechtzuerhalten. Man macht Millionen mit diesen Kindern, indem man diese Medikamente wie Ritalin und wie sie alle heißen, indem man diese verkauft. Und man verkauft sie gut. So, jetzt habe ich was ganz Brisantes gesagt und ich hoffe, dass YouTube das nicht löscht. Dein Interview. Also, ja, das ist meine Meinung, weil ich habe die Erfahrung gemacht mit meinen eigenen Kindern, mit mir selber und mit meinen vielen, vielen Schülern, die ich gehabt habe. Also ich habe im Ganzen etwa 300 bis 350 Kinder unterrichtet in meinem Leben, weil wir haben ja immer 3 Jahre, wo die Kinder bei uns bleiben. Und wenn man da 20% nimmt, dann sind das fast, sind das 60 Kinder. Und ich weiß einfach, dass diese Kinder nicht krank sind. Das ist einfach so. Da kann ja ein Arzt noch so sagen, der braucht Ritalin. Wenn ich
wenn ich dieses Kind anleiten kann, wenn ich ihm zeigen kann, wie es mit seiner Besonderheit funktionieren kann, wie das geht, dann kann dieses Kind sich bewegen, ohne dass es aneckt, ohne dass es auffällt und kann seine Begabung, für mich ist Hochsensibilität wie Linkshändigkeit. Es ist eine Begabung. Du kannst die Linkshändigkeit als ein Problem erleben, weil du überall aneckst, eine blöde Schrift hast und den Stift nicht richtig hältst und irgendwie da noch Schmerzen bekommst, wenn du viel schreiben musst und. Wir kennen das alles. Du kannst aber die Linkshändigkeit auch als etwas Positives erleben. Also ich bin verkehrter Linkshänder. Also ich durfte den Stift nicht in die linke Hand nehmen. Das war damals noch so. Und ich habe aber meine Linkshändigkeit lebe ich. Ich kann links schreiben, wenn ich muss. Ich setze das so ein. Ich bin jetzt einfach beidhändig. Ich setze das so ein, zum Beispiel bei den Schrauben. Die Schraube reindrehen mache ich mit der rechten Hand und rausdrehen mache ich mit der linken Hand. Geht viel einfacher. Oh. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ja, aber so nehme ich einfach die linke Hand dann zur Hand, wenn es einfacher geht mit links. Dann geht es mit links. Sagen wir ja auch, es geht mit links. Naja, es geht mit links, einfach. Ja, wir haben eine ganz tolle Sprache. Und die Hochsensibilität, das ist etwas Ähnliches. Das ist eine Begabung, wenn man sie als Begabung sehen will. Es kann aber auch eine Belastung sein, wenn man nicht weiß, wie man sie integrieren kann in sein eigenes Leben oder wie man das... Wie soll ich sagen? Ja, wie man sich bedienen soll an dieser Hochsensibilität. Ja, wie man praktisch beides so verknüpfen kann, so für ja. ineinander schiebt, dass es passt, damit ich außen nicht anecke und trotzdem meinen Weg weitergehen kann. Und das sind manchmal ganz kleine Sachen gewesen, die ich einem Kind gesagt habe. Also, wenn ich gemerkt habe, jetzt wird ein Kind unruhig, ja, dann kann ich als Lehrperson sagen, hör auf. Also ich habe gemerkt, der steht immer wieder auf. Okay, dann habe ich ihn angefangen zu beobachten. Wann steht er auf? Er steht auf, wenn er gearbeitet hat. Okay, vielleicht ist das Aufstehen ein Zeichen, ich bin jetzt müde oder ich mag nicht mehr oder ich brauche eine Veränderung. Dann steht er auf, dann stört er einen anderen, dann gibt es Streit. Jetzt kann ich als Lehrperson sagen, der fängt immer wieder an zu streiten. Oder ich kann sagen, okay, sein Körper zeigt ihm ganz genau, wann es genug ist. Und ich habe diese Zeichen von den Hochsensiblen, auch wenn jetzt ein Kind verträumt ist, wenn es plötzlich den Stift hinlegt und nicht mehr mitarbeitet, sondern in die Luft schaut und irgendetwas träumt, dann kann ich das als verträumt sein, es ist nie da und als Problem ansehen. Oder ich kann sagen, okay, es gibt mir das Zeichen, es ist genug. Ich könnte eigentlich jetzt mit den Kindern ein Lied singen. Und dann unterbreche ich meine Arbeit, sage, kommt alle in den Kreis, wir machen 2, 3 Bewegungslieder, das Problem ist gelöst. Die Kinder gehen wieder arbeiten. Und es kommt ganz auf die Sichtweise drauf an und da habe ich so viel Einfluss. Ich habe so viel Einfluss und Macht als Lehrperson, das sehen wir uns gar nicht bewusst. Und je nachdem, wie es mir geht, übertrage ich das auch auf die Kinder. Und ja, also für mich waren diese Kinder immer der Seismograf. Muss ich was verändern? Muss ich jetzt wieder eine neue irgendwie eben unterbrechen oder so? Und ich war froh drüber. Du hast gestern noch was ganz Interessantes erzählt, und zwar
sagen wir mal, Fritzchen, ich nenne jetzt einfach mal Fritzchen, weil mir kein Name einfällt, war das hochsensible Kind und das war immer alles schuld, wenn es Keilereien und so gab. Dann hast du die Kinder auch in einen Stuhlkreis geholt. Erzähl unseren Zuschauern und auch unseren Kollegen, die das jetzt hören werden, was du gemacht hast. Das fand ich total genial. Ja, ich habe, also manchmal war es ätzend, weil es hat sich immer wiederholt. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist wichtig, dass die Kinder eine Art Gesprächskultur entwickeln. Und ich habe das so gemacht, dass ich sie in den Kreis geholt habe und gesagt habe, okay, wir haben Streit. Irgendwo ist ein Streit. Und dann haben einfach die zwei Parteien oder die drei Parteien, die dann da waren, jeder durfte seine Sicht sagen, wie es passiert ist. Und ich war da sehr strikt. Also wenn einer am Reden war, habe ich zum anderen gesagt, nein, du bist jetzt nicht dran. Er sagt das, wie er es erlebt hat. Du bist nachher dran, du darfst nachher deine Sicht sagen. Und da wirst du auch nicht unterbrochen. So haben die Kinder gelernt, einfach ihre Gefühle auszudrücken und so einfach das so zu erzählen, wie sie es erlebt haben. Und wenn das alle Beteiligten gemacht haben, dann haben wir die Situation angeschaut und haben gesagt, ja, also was haben wir jetzt gehört und wie ist das jetzt gelaufen? Und ich habe dann das, was ich wahrgenommen habe, habe ich dann gesagt, zusammengefasst. Und habe mich vergewissert, ist das so? Stimmt das so? Habe ich das richtig gehört? Habe ich das von dir richtig gehört? Und dann habe ich aber noch gefragt, gibt es noch andere Kinder, die etwas anderes gesehen haben? Die auch noch etwas gesehen haben, das da hineingehört? Und am Anfang sind sie gar nicht richtig rausgekommen. Und es kam aber mit der Zeit, wie sie Vertrauen gefasst haben in diese Gesprächskultur, kam mit der Zeit, ja, aber Sie, Frau Müller, ich habe noch gesehen, dass ein Kind aus der anderen Klasse, das kam aber auch noch, und der hat den zuerst getriezt und der war schon auf 180, und wie dann der andere kam, dann konnte der gar nicht anders als. Und dann kamen plötzlich ganz neue Dinge hinein, und so stand das Kind, das immer aggressiv war, das stand dann plötzlich nicht mehr alleine da als aggressives Kind, sondern plötzlich sagte irgendjemand, aber da war noch was anderes. Und das war gar nicht zwischen den beiden, sondern es war etwas ganz anderes. Und so konnte man das auflösen. Und das Stigma von aggressiv sein, das wurde immer kleiner. Und also ich habe das auch bei meinen eigenen Kindern gesehen. Mein Sohn, der hat ihn immer getriezt. Und zwar auf eine Art, wie er konnte sich einfach nicht wehren. Und hat mir das mal erzählt und hat dann irgendwann kam er nach Hause und hat gesagt, so, jetzt habe ich es gezeigt, der tritt mich nicht mehr. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist passiert? Und dann hat er gesagt, ich habe dem so eine runtergehauen, der tritt mich gar nie mehr, weil der weiß jetzt, wie stark ich bin. Und das ist das. Also die Hochsensiblen, die ziehen sich lange zurück. Und plötzlich kommt dann die geballte Energie raus und das ist dann eben, dann sind sie dann die Schlägertypen und die Aggressiven und. Wenn sie nicht gelernt haben, das kontrolliert rauszugeben, dann wird es dann eben schlimm. Also dann wird es schon mal heftig, ne? Ja. Ja. Jetzt hast du auch schon den Eltern einige Tipps gegeben, was sie mit ihren Kindern machen können, und auch, was die Lehrer machen können, damit man das machen kann. Für mich ist auch wichtig, halt, dass die Kinder, was ich schon gesagt habe, ihren freien Lauf haben.
Gestern hast du mir noch was gesagt, was mich total erstaunt hat. Du sprachst von Schmerzen, dass die Kinder Schmerzen haben. Ja, also ich weiß es von mir. Wenn ich Hunger habe, merke ich das am Anfang nicht. Ich merke das nicht. Ich übergehe das. Und irgendwann habe ich wirklich Hunger. Und dann sollte ich eigentlich etwas essen. Dann sitze ich aber in der Schule und darf nicht essen. Es geht nicht. In der Pause habe ich es verpasst, da wollte ich spielen. Jetzt ist mitten in der Stunde und ich habe Hunger und es fängt an, weh zu tun. Also das überträgt sich auf den ganzen Körper. Und vor allem bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen ist es so, bevor ich Schmerzen spüre, fange ich mich an zu bewegen. Und in der Schule habe ich oft gemerkt, wie dann die Kinder sich angefangen haben zu bewegen. Also zum Beispiel, ich merke das bei mir manchmal, dass mein Bein so auf und ab geht. Und das ist für mich ein Zeichen, ist da was? Möchtest du einen Kaffee oder musst du was essen? Oder ja, irgendwas stimmt nicht mehr. Das sind so Zeichen. Oder wenn ich mit dem Kugelschreiber ständig so mache. Ja. Mein Körper setzt sich in Bewegung, um die Schmerzen zu überspielen. Ich spüre dann die Schmerzen nicht. Aber wenn ich das nicht kann, dann fängt das Kind plötzlich an zu weinen oder es wird aggressiv oder es steht auf und läuft herum. Und ich habe dann einfach gefragt, was ist los? Brauchst du was zu essen? Ich habe in meiner Pultschublade immer einen Riegel gehabt. Dann habe ich dem Kind gesagt, so, iss das schnell, geh schnell raus und iss das und komm wieder rein. Oder trink einen Schluck Wasser. Oder leg dich in einen Moment hin. Das Hochsensibilität zeigt sich also wenn du 100 Hochsensible hast, dann hast du 100 verschiedene Arten, wie sich das ausdrückt. Du kannst nicht sagen, das ist Hochsensibilität, sondern das drückt sich in ganz, ganz vielen Dingen aus. Und der eine ist müde und wird aggressiv, der andere hat Hunger und wird aggressiv, der dritte, ich weiß auch nicht, rennt einfach herum oder schmeißt irgendwie, dem passieren dann die Dinge, dass etwas kaputt geht oder ja, das zeigt sich so vielfältig. Aber man muss einfach hellhörig sein. Und als Lehrperson ich habe an mich den, nein, ich muss anders sagen, ich habe an eine Lehrperson heute den Anspruch, dass sie fähig ist, solche Dinge zu sehen. Weil es gibt immer mehr solche Kinder, diese Kinder, ja, wir sind in einer Zeit, wo diese Kinder jetzt aufwachen und da sind. Und wir müssen das akzeptieren. Wir müssen das sehen, dass diese Kinder da sind und wir dürfen das nicht mehr unterdrücken. Früher wurde das einfach, ja, entweder ich pariere oder es knallt. Und heute ist das nicht mehr so. Aber es knallt eben. Früher hat man körperliche Strafen bekommen. Und heute bekommst du andere Strafen. Aber sie sind an Brutalität nicht geringer. Also, du kannst schon sagen, ja, wenn einer eine Ohrfeige verteilt, das ist ein brutaler Lehrer. Aber wenn ein Lehrer ein Kind bloßstellt vor der ganzen Klasse, dann ist das genauso brutal und genauso zu verurteilen wie eine körperliche Strafe. Nur kann man das weniger beweisen. Es ist Nur, weniger offensichtlich. genau, nur dieses Bloßstellen vor der Klasse hat vielleicht psychisch und auch die Zukunft viel mehr Folgen als die Ohrfeige. Ja, so hast du mal verdient und es ist vielleicht Ja, geklärt. das können wir nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, ob ich das so sagen dürfte, weil ja, das ist einfach,
in der Öffentlichkeit steht das jetzt einfach als verurteilbar da, dass man ein Kind schlägt. Ich finde das auch nicht gut, wenn man das macht. Aber es gibt so viele Mittel, wie man ein Kind anders strafen kann, die ich genauso brutal finde. Und das passiert einfach, wenn man das nicht versteht. Und gut, ich kann jetzt sagen, ich bin eine hochsensible Lehrerin. Von daher weiß ich, wie es diesen Kindern geht. Ich kann diesen Kindern in kleinen Tipps zeigen, schau, mach mal das oder probier das aus. Du musst schauen, was für dich geht. Ich mache so, aber du machst es vielleicht anders. Aber probier aus und schau, was für dich funktioniert. Und ein nicht hochsensibler Lehrer kann das vielleicht nicht, weil er es nicht sieht. Ja, es ist schon etwas Spezielles, die Hochsensibilität. Und ich meine, dass die heutigen Lehrer einfach da geschult werden müssen. Und das Thema Hochsensibilität ist noch nicht alt. Wir sprachen auch gestern hatte ich ja von meinem Dyskalkulie-Kind erzählt, mit dem ich Nachhilfe gegeben hatte. Ja. Und dass sobald ich mit Mathe anfing, dass sie unterm Tisch saß. Ne? Ich meine, ja. Irgendwann war sie ja dann auch am Tisch selber und die hat auch bis zum Abitur ist sie nie sitzen geblieben und hat immer so deutsche Note 3 bis 4 in Mathe gehabt. Also waren die 2 Jahre wirklich sinnvoll eingesetzt, zum Lebensbeginn sozusagen. Du hattest dann geantwortet, dass auch hochsensible Kinder, und das setze ich jetzt zwischen Anführungszeichen, keine Mathe können. Jeder kann rechnen, also zumindest kann ich einen Tisch decken, also kann ich ja in irgendeiner Form rechnen. Ja, aber ich wurde dann hellhörig, wenn ich bei einem Kind gemerkt habe, dass es schlecht in Mathe war, dass es einfach nicht rechnen konnte. Und dann habe ich bei den Eltern auch nachgefragt, gibt es da irgendwo Schwierigkeiten? Und sehr oft war es der Fall, dass ein Kind, ich habe es dann einfach, eben, ich finde unsere Sprache genial, ich kann mit niemandem rechnen, ich kann auf niemanden zählen. Und das ist bei den unverstandenen, hochsensiblen Kindern ist das so. Die können auf niemanden zählen. Weil, schau, ich habe ein Beispiel. Ich habe ein Theater gemacht, das haben wir selber geschrieben in der Schule. Ich habe die Rahmenerzählung gemacht und jeder konnte sich irgendwie eine Rolle aussuchen in dem ganzen Rahmen drin. Und da kam ein Junge, der sagte zu mir, Frau Müller, ich will die Hauptrolle und ich will Geige spielen. Ich wusste gar nicht, dass der Geige spielt und habe ihn dann gefragt. Und dann sagt er, ja, ich kann jetzt 3 Töne. Und dann habe ich gedacht, oh, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten gehabt. Die eine Möglichkeit war, es geht nicht, du kannst nicht Geige spielen, geht einfach nicht. Die andere Möglichkeit war, dass ich mich dahinter geklemmt habe und eine Lösung gesucht habe für dieses Problem. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe meine Freundin gefragt, die hat Klavier gespielt. Da habe ich sie gefragt, gibt es irgendein Stück, wo man 3 Töne, wo immer wieder die gleichen 3 Töne vorkommen? Da, da, da. Und dann hat sie gesagt, ja, Mozart hat ein Stück gemacht, A-Dur, irgendwas. Oder ja, die A-Dur-Symphonie oder Symphonie A-Dur, irgendwie so. Dieses Stück. Oh ja, ja, schön, ja. Und diese 3 Töne konnte er. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kombinieren wir das. Bist du bereit, bei mir im Theater Klavier zu spielen? Dann haben wir eine Band gegründet. Da war eine Trommel dabei und noch anderes Zeug. Und sie hat dieses Mozart-Stück gespielt und er hat diese 3 Töne immer wieder mitgespielt. Und sie hat dann in der Pause
Sie hat gesagt, es gibt noch Variationen über dieses Stück. Dann spiele ich einfach in der Pause oder so dazwischen oder so, spiele ich dann eine von diesen Variationen. Und so haben wir dieses gelöst. Weißt du, was der heute ist? Heute ist er 40 Jahre alt, ist Schauspieler. Ein Schauspieler an einem Schweizer Theater. Und ich hätte ohne weiteres sagen können, nein, das liegt nicht drin, du kannst die Hauptrolle spielen, aber die Geige kannst du nicht spielen. Und ich hätte ihm die Motivation genommen. Und so hat er, wir haben dann das Theaterstück so aufgebaut, dass diese Geige, die wurde das Hauptstück im ganzen Theater. Es wurde dann irgendwie verschenkt und es hat immer gespielt und er hat das immer gespielt und es war eine Zaubermelodie und. Wir haben da einfach unsere Fantasie laufen lassen. Und das meine ich, ich habe meine Kreativität, konnte ich da voll ausleben. Der Junge hat sein Selbstbewusstsein auf ein Podest gehoben. Er hat einen Traum verwirklicht. Ich habe ganz viele Sachen, bei ganz vielen Sachen mitgewirkt, dass auch andere Schüler gemerkt haben, das kann man so machen. Die haben das ja auch realisiert, dass er nur drei Töne spielen konnte. Aber niemand hat gesagt, du kannst nur, sondern wir haben alle gesagt, toll, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und um das geht's. Dass Hochsensibilität ein Erfolgserlebnis gibt und nicht eine Schande ist oder eine Belastung oder eine Last, die einen kaputt macht, die einen krank macht. Wie viele hochsensible Menschen sind heute krank? Einfach weil sie nicht wissen, dass sie mit einer Gabe umgehen können, die ihr Leben bereichert. Es ist so ein großes Geschenk, hochsensibel zu sein. Aber man muss das sehen. Und das ist unsere Aufgabe heute, dass wir, und auch die Aufgabe von Eltern von hochsensiblen Kindern. Also wenn ein Kind hochsensibel ist, dann ist oft ein Elternteil mindestens auch hochsensibel. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass die Eltern gesagt haben, das hatte ich auch. Ich habe auch so reagiert. Ja genau, das ist bei mir. Du hast ja auch so reagiert gestern. Und, ja. Und das ist das. Also ich meine, wenn ich eine Klasse habe von 20 Kindern, nur 20 Kindern, dann sind mindestens vier Kinder sind hochsensibel. Also, ja, in einer Klasse von 30 Kindern sind sechs hochsensibel. Und dann sagt man noch, ja, mindestens zwei oder drei sind ADS, weil die nicht wissen, wie mit ihrer Hochsensibilität umzugehen ist. Und da müssen wir etwas ändern. Weißt du, wenn ich mir das dann überlege, dass dann die ADHS-Kinder zum Großteil auch bei uns früher Sonderschulen, heute Förderschulen genannt sind, die sind ja ganz falsch platziert im Endeffekt. Man versaut denn ja wörtlich genommen das ganze Leben. Also ich meine, das Schulsystem, was ich wenigstens noch kenne, ist ja sowieso nicht gerade erfreulich und bereichernd zum Teil, je nachdem, wo man ist, in welcher Schule man ist, dann hängt es auch noch von den Lehrern ab. Da macht man ja ganz viel Qualität. Ich sage das wirklich, das Wort Qualität, weil Kreativität und Fantasie und umsetzen können und Wege finden, also wie du das jetzt auch beschrieben hast, das ist ja das Wesentliche im Leben, damit man dahin kommt, wo man hin möchte. Das macht man ja alles kaputt. Ja. Das heißt, war mir eigentlich schon immer klar, sehe ich auch in meinen eigenen Kindern, was ich für Probleme hatte. Wie soll man das ausdrücken?
Das System macht die Kinder kaputt, macht die Schüler kaputt. Erst die Kinder, dann die Schüler, dann als Erwachsener ist man kaputt. Und es kann, sagen wir mal, wenn wir 100 Leute haben, sind vielleicht nur noch, wenn wir hochgreifen, 10 Leute fähig, weiter in ihrer Kreativität zu bleiben, gesund zu bleiben, glücklich zu bleiben und Sachen zu entwickeln. Also entwickeln heißt ja auch wirtschaftlich, ne? Also damit neue Märkte, weil wir in dem System jetzt leben, offen bleiben. Die anderen lassen ja dann einfach nur, ja, das wurde immer so gemacht, dann machen wir das auch, dann haben wir unsere Ruhe und sind todunglücklich. Sehe ich das so richtig? Ja, glaube ich schon. Weißt du, es ist ja auch so, wie ich Kind war, wir hatten kein Plastikspielzeug. Heute ist alles aus Plastik. Alles. Darum mache ich meine Zwerge. Weil ich eben merke, wenn man so einen Zwerg, schau, wenn man so einen Zwerg hat, ja, mit so einem Zwerg zu spielen, das ist doch etwas anderes, als wenn ich eine Playmobil-Figur habe. Diesen Zwerg, den kann ich lieb haben. Die Playmobil-Figur, mit der, die schiebe ich einfach herum. Mit der spiele ich irgendwie, aber nicht mit dem Herzen. Oder wenn ich zum Beispiel, ich habe mit den Schülern solche Zwerge gefilzt. Das sind Hosensack-Zwerge. Da ist da der Körper, ist ein Stein, ein umfilzter Stein. Das können die Kinder. Und da unten, der steht auf einem Filzboden quasi. Und das ist angenäht. Und Drittklässler können nähen. Und die können das selber machen. Und den kleineren Kindern muss man helfen. Aber dieser Zwerg, der ist in der Hosentasche der Kinder oder in der Jackentasche der Kinder, der wurde schon gewaschen in der Waschmaschine, das ist völlig egal. Der geht nicht kaputt deswegen. Und das ist ein Tröster, ein Mutmacher. Den kann man behalten, mit dem kann man ins Bett gehen und. Mit einer Playmobil-Figur gehst du einfach nicht ins Bett, das machst du einfach nicht. Tut ja weh, das drückt. Und das, aber unsere Welt entwickelt sich einfach in eine Welt, die eher lieblos ist. Und auch mit der Ernährung. Ich meine, hochsensible, ich habe einen auf meiner Webseite einen Artikel wegen Cortisol, mit, wenn du, also Hochsensible entwickeln oder produzieren viel Cortisol, und Cortisol ist ein Fluchthormon, und Cortisol wird nur durch, also wird, wie soll ich sagen, wenn du Zucker isst, dann produziert dein Körper auch Cortisol, um den Zucker abzubauen. Und wir haben heute in unserer Nahrung so viel Zucker. Also die Hochsensiblen produzieren Cortisol nicht nur, indem sie oft einfach sich aufregen und nicht Adrenalin produzieren, sondern Cortisol. Das kann man alles nachlesen in dem Artikel. Aber wir bekommen oder die Hochsensiblen produzieren auch Cortisol durch die Nahrung, die sie zu sich nehmen. Unwissentlich. Also wir wissen das nicht, wo überall Zucker drin ist. Und das geht an die Nebennieren, also Cortisol wird in den Nebennieren produziert. Und viele, viele Hochsensible haben einen Nebennierenschaden. Und ja, die Nebenniere ist einfach aufgebraucht. Und das weiß man, das wissen nur ganz wenige. Das weiß man nur, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt. Ja, und dann wären wir ja damit dann wieder zurück beim Thema ADHS. Genau das, was du jetzt erzählt hast mit dem Zucker, hat man ja schon vor über 20 Jahren gesagt, dass die Kinder nichts Süßes essen sollen, bevor sie zur Schule gehen. Also gerade die Bibelskinder.
Ne? Und damit hätten wir sozusagen den Kreis wieder geschlossen zum ADHS, zur Hochsensibilität, dass das höchstwahrscheinlich zwei Begriffe für ein und dasselbe Thema sind oder zumindest die Auswirkungen, die sind identisch, wenn wir uns vorsichtig ausdrücken. Jetzt hast du ja schon eben am Anfang von deinem Zwergenparadies gesprochen. Da hattest du dir natürlich Gedanken mal gemacht. Du hattest uns auch die süßen Zwergchen gezeigt, die du gefilzt hast. Du hast ja auch mit deinem Zwergenparadies was Besonderes vor, weil du ja für die hochsensiblen Kinder und auch für die Eltern etwas machen möchtest. Erzählst du uns das? Ist noch im Entstehen, sage ich. Ja, es ist noch im Entstehen, weil ich weiß noch nicht, wie ich die Häuser mache. Aber ich habe einen riesengroßen Garten, über 3000 Quadratmeter groß. Und da hat ganz alte Bäume drin, eine 200-jährige Linde und einen Mammutbaum und einen Nussbaum und Birken und einfach ganz viel. Und ja, ich muss jetzt da mal auf meiner Webseite was mit den Zwergen noch machen, wie der Baumfriseur gekommen ist und das Zwergenparadies angefangen hat zu entstehen. Und ich möchte gerne einfach so Stationen bauen, in denen so Zwergen, Arrangements sind. Also zum Beispiel, also nicht nur Zwerge. Zum Beispiel da so ein Kürbishaus und dann Kürbiszwerge dazu, die da draußen sitzen vor dem Feuer und oder Holz hacken oder sonst was noch machen. Und dann so Schmetterlinge, die herumfliegen. Und das muss ja alles ein bisschen geschützt sein, sonst geht es ja kaputt. Also das heißt, nein, kaputt gehen tut das Zeug eben nicht. Also dieses Kürbishaus, das war schon jahrelang draußen. Das ist schon jahrelang draußen. Das sieht man fast nicht. Es ist also in Natura sieht man schon, dass es alt ist, aber das hält einfach. Das hält Jahre. Ja, das ist mein ältester Zwerg. Das ist der Fridolin, der Fridolin Puck. Der ist schon 20 Jahre alt. Und der hat ein verdrehtes Füßchen. Und für mich steht er symbolisch. Er hat ein verdrehtes Füßchen, weil ich einen Fehler gemacht habe bei meinem ersten Zwerg. Und da hat meine Kursleiterin hat mich getröstet und hat gesagt, nein, das machen wir nicht mehr auf, das ist der Puck. Der Puck ist, das gibt eine Geschichte vom Zwerg Puck. Der hat ein verdrehtes Füßchen und er merkt das gar nicht. Und er läuft und er merkt nicht, dass er eigentlich gar nicht richtig laufen kann. Und er ist wunderbar freundlich und was ihm da alles passiert im Zwergenreich mit seinem verdrehten Fuß, das hat mich dann beeindruckt. Und dann habe ich gefunden, okay, dann ist das der Fridolin Puck. Für mich steht das symbolisch wirklich für, also ich habe das manchmal auch, dass ich zwei Schritte vorgehe und wieder einen zurück. Oder es ist ein bekanntes Phänomen. Und ja, bei Hochsensiblen ist das noch oft der Fall. Dass, ja, dass man auch, also ich habe das den Eltern auch so erklärt, haben Sie doch ein bisschen Geduld mit Ihrem Kind. Es läuft vielleicht nicht alles so, wie Sie das sich das vorstellen oder wie Sie sich das wünschen oder wie es doch sein soll, aber es hat schon jedes Kind lesen gelernt. Wenn nicht im ersten Jahr, dann halt eben im zweiten Jahr. Der Zeitpunkt kommt. Sie müssen einfach darauf vertrauen. Und das ist das, was auch so fehlt heute, das Vertrauen, dass die Kinder ihre Leistung bringen. Vielleicht nicht in dem Zeitpunkt, wo wir uns das vorstellen, dass das passieren sollte. Aber ich habe keinen Schüler gehabt, der nicht lesen gelernt hat.
gibt es nicht. Plötzlich kommt ein Schüler in der 10 Uhr Pause, Frau Müller, ich kann lesen. Und wenn ich dann frage, ja, wie hast du jetzt das gemerkt? Guck da, schau da, meine Turnschuhe, da steht Nike. Und dann hat er gelesen. Das hat er in der 10 Uhr Pause, die er aus dem Unterricht rausging, hat er das erlebt. Was ist das für ein Erlebnis? Ich kann lesen. Der wird das nie im Leben vergessen. Und das finde ich ist so wichtig, diese Erlebnisse den Kindern, sie das erleben zu lassen. Das ist viel wichtiger, als wenn wir miteinander im Chor das so und so und so lesen. Aber das bin ich, also das, ja. Ja, zu Hause kann man, Entschuldigung. Zu Hause kann man das ja feststellen, wenn die Kinder dann auf einmal irgendein Etikett anfangen zu lesen, ne? Meinetwegen Marmelade oder so, ne? Ja, ja. Und dann denkt man auch, boah, die können lesen, ist das schön. Da freue ich mich, habe ich mich auch immer tierisch drüber gefreut. Da habe ich auch den Unterschied zwischen den Kindern gemerkt. Die eine ganz früh und die eine andere ein bisschen viel später. Ja. Ist doch egal. Es geht uns ja auch so. Wenn wir irgendwie irgendetwas zusammenbauen müssen oder so, ja, wie wäre es, wenn jetzt jemand daneben steht und sagt, jetzt mach mal vorwärts, wieso kannst du das nicht? Warum? Ja, dann wie hebt das unser Selbstwertgefühl? Genau. Du hattest mir gestern gesagt, dass du natürlich die Filzprojekte, also Filzen für Kinder auch anbietest. Mhm. Kurse meine ich damit und viel, eventuell auch für Erwachsene, so viel ich mitbekommen habe. Du hast also das wird sich noch wahrscheinlich ins nächste Jahr hineinziehen, weil mein Atelier noch nicht fertig ist. Ich kann die Kurse nicht in meinen Räumlichkeiten bieten. Wegen dem Wasser, sondern ich muss da warten, bis mein Atelier fertig ist, aber das kommt. Stimmt, Wasser, genau, beim Filzen brauche ich ja Wasser, genau. Ja. doch hattest du etwas mir auch noch gesagt, du hast auch noch ein spezielles Angebot für Eltern, dass sie mit dir Kontakt aufnehmen können oder auch für Lehrer, denen kannst du ja genauso gut helfen aus deiner Berufserfahrung. Was bietest du denen dann an? Das steht ja schon, soviel ich weiß, das Projekt, das Thema. Ja, also ich biete 1:1 Coaching an und ich mache da kleine Pakete von 1 bis 3 oder 5 Stunden, auch damit das übersichtlich bleibt. Und da mache ich wirklich 1:1 Beratung. Ich finde es nicht so, also ja, ich finde es nicht so sinnvoll, Beratungen in großen Gruppen zu machen, in diesem Thema, bis man weiß, was man eigentlich will oder worum es überhaupt geht. Was ich auch anbiete, ist eine Gruppe von Eltern, quasi eine Gesprächsgruppe von Eltern, die sich regelmäßig trifft, um sich auszutauschen, um Erfahrungen auszutauschen, Probleme auszutauschen, die auftreten, dass man sich auch erkundigen kann, wie habt ihr das gelöst? Bei mir geht es so. Wo ich einfach Mühe habe, ist, wenn man Medikamente reinbringt. Weil ich lebe ohne Medikamente. Ich habe in meinem Garten viele Pflanzen, ich habe Steine und ich regle das einfach so auf natürliche Art und Weise. Und ich bin dafür, dass man das abbaut mit den Medikamenten bei den Kindern. Und dass man die Kinder wieder auf natürliche Art und Weise dazu bringt, zu ihrer Hochsensibilität zu stehen und diese zu leben zu dürfen.
Weil heute geht es darum, dass sie die nicht leben dürfen. Ein Kind, das viele Ideen hat, kreativ ist, das hat dann schnell zu viel und ist dann zu laut und unkonzentriert. ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das finde ich auch noch so speziell. Das habe ich gestern auch gesagt. Also aufmerksam ist man immer 100%. Das geht nicht. Ich kann nicht nur 50% aufmerksam sein. Dann ist man, ich kann 50% auf dich konzentriert sein. Oder 100% auf dich konzentriert. 100% kann ich sowieso nicht auf dich konzentriert sein. Weil ich nehme wahr, dass bei mir da eine Lampe brennt. Ich nehme wahr, dass draußen die Schafe blöken. Ich nehme ganz viele Dinge wahr. Also das heißt, ich bin schon sowieso nicht 100% bei dir. Aber der Rest, der ist irgendwo. Aber der ist. Und Das Aufmerksamkeitsdefizit, das hat höchstens der Lehrer oder jetzt in unserer Situation du. Das war bei mir. In unserer Situation hast du das Defizit. Vielleicht von 10%, von 20%, weiß nicht. Ja, damit habe ich kein Problem, weil dann jetzt könnte ich wieder mit deiner Aussage wieder das nächste Thema aufmachen. Dasselbe Thema haben ja auch Kinder, die Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche haben. Die sind ja auch, die kriegen ja auch alles mit. Also könnte man ja dann auch wirklich sagen, dass die höchstwahrscheinlich auch hochsensibel sind. Und damit würde ich wieder das nächste Thema eröffnen. Ja. Also ist ein Fass ohne Boden. Und zusammenfassend, was würdest du noch als Schlusswort unseren lieben Eltern mitgeben? Gebt euren Kindern Vertrauen. Mein Sohn hat mir mal gesagt, weißt du, Mami, ich bin nicht abgerutscht in eine Szene oder so, weil ich immer wusste, du vertraust mir. Und ich will dieses Vertrauen nicht missbrauchen. Das hat er mir mal erzählt, wie er so 24 war und das herum. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern ihren Kindern sagen, ich vertraue dir. Und zwar nicht als Vorwurf oder als Bedingung, sondern dass die Kinder wirklich spüren, meine Eltern vertrauen mir und ich darf meinen Eltern vertrauen. Und meine Eltern lassen mich nicht alleine, auch wenn ich noch so großen Mist gemacht habe. Und meine Eltern haben mich lieb, weil ich ihr Kind bin. Und ich glaube, das sind Werte. Wenn ein Kind so etwas erfährt, dann kann ihm eigentlich nichts passieren. Und dann kommt es gut durch seine Jugend hindurch. Und ich habe immer meinen Kindern vertraut. Ich habe meinen Kindern mehr vertraut als den Lehrpersonen. Ich habe mir die Sachen, die die Lehrpersonen gesagt haben, angehört. Aber ich habe meinen Kindern vertraut und ich habe meinen Kindern geholfen. Ich habe mich eingesetzt für sie, auch wenn es manchmal ein bisschen brenzlig war und schwierig war. Und das haben meine Kinder sehr wahrgenommen und die haben das geschätzt und haben das in ihr Leben eingebaut und geben das jetzt ihren Kindern weiter. Und so können wir eine neue, gute Welt aufbauen.